So, jetzt gucken wir uns mal den Löschhelikopter in Aktion an hier. Haben wir schließlich gerade teures Geld für bezahlt, ne? Aber das ging jetzt tatsächlich relativ zügig. Und den, über die Spionageakademie diesen Rebellenangriff zu provozieren, hat jetzt auch nicht wirklich in einem Rebellenangriff resultiert, oder? Ich würde sagen, alles läuft gut bei uns. Ich würde auch sagen, das hat ja keinen Einfluss auf die Korruption hier, ne? Schweizer Geld auszugeben hat keinen Einfluss auf die Korruption. Das ist ja unsere Fähigkeit. Also nutzen wir unser Schweizer Geld und erhöhen unser Bankkonto schon mal wieder ein bisschen. Uns etwas Zeit verschafft, Präsident. Ich weiß nicht, wie viel oder zu welchem Preis. Und um Himmels Willen, sagen Sie es mir nicht. Uns wurde gerade mitgeteilt, dass wir DEFCON Heckenkirsche beenden. Wir gehen jetzt auf DEFCON Lavendel. Im Nachhinein hätte ich diese Farbnamen wahrscheinlich nicht zuweisen sollen, während meine Frau die Schlafzimmer dekoriert. Wow, 2000 Dollar. Ja gut, nehme ich trotzdem. Wir können ja theoretisch schon mal nach einem neuen Auftrag. Wow. Ich habe 2500 Dollar für eine Forderung ausgegeben, die mir dann 2000 Dollar gebracht hat. War jetzt nicht so geil, ne? So, irgendwelche Frachter unterwegs? Hier, da kommt einer. Wird er wohl ordentlich Schotter hier mitbringen, oder? Ja, doch, das. Da ist schon ein bisschen was dabei, ne? Ich warte. Gut, das weiß nicht die Welt. Ah, da kommt noch einer. Und unser Außenministerium steht schon wieder leer. Was ist denn da los, sag mal? Das ist doch noch gar nicht so lange her, dass wir das neu zugewiesen haben. Ach, 70.000, das sieht schon besser aus. Also, der Broker hat einen Job für uns. Was soll man machen? Was für ein schöner Tag, Präsident. Ein schöner Tag für Geschäfte. Und ich habe ein Geschäft für Sie. Es wäre wohl besser, nicht zu viele Fragen zu stellen, Press. Man schaut einem trojanischen Pferd nicht ins Maul, wenn es Geschenke bringt, richtig? Also ziehen wir es durch, vergessen dann alles darüber und verbrennen alle Pläne und Unterlagen. Das ist eh nur Gerümpel. Schließen Sie den Überfall retten ab. Okay, bei Gelegenheit. Im Moment brauche ich eigentlich keine neuen Zuwanderer. Wären Sie hier an irgendetwas interessiert? Alles völlig legal, natürlich. Sie wissen, dass alles, was ich Ihnen anbiete, uns niemals in Schwierigkeiten bringen wird. Es wird niemals unangenehme Konsequenzen haben. Vertrauen. Das ist es, was ein guter Broker seinen Kunden bietet. Und Sie sind mein bester Kunde, Präsidente. Okay. Freut mich. Freut mich wirklich. So, die haben inzwischen hier oben gebaut. Ja, wunderbar. Wunderbar. Das ist nämlich tatsächlich auch eine Sache, wo ich drüber gelesen habe, dass die zufällig erstellten Karten manchmal doch tatsächlich sehr sub...
Gangster in New York scheinen unseren Plan, eine bestimmte Dame der Freiheit zu stehlen, durchkreuzt zu haben. Wir können sie bestechen, aber sie bestehen auf einer überaus eigenartigen Bezahlung. Einer Wagenladung von lebendigen Hummern. Hat irgendwas mit dem Restaurantgeschäft in Manhattan zu tun. Wir können sie in Maine einkaufen oder aus Tropico einschiffen lassen. Was ist euer Befehl? Meeresfrüchte zur Spionageakademie liefern. Wir haben einige Fischereihäfen und dann haben wir noch diese Fischereikulturen und das alles. Also da sollte tatsächlich einiges an Meeresfrüchten produziert werden, was wir dann eventuell jetzt auch hier für diesen Job erübrigen können. Was ich aber gerade eigentlich erzählen wollte, ich habe gelesen, dass die zufälligen Karten manchmal doch etwas suboptimal generiert werden und bestimmte Inseln vom Spieler letztendlich dann tatsächlich überhaupt nicht bebaut werden können, weil sie zu weit entfernt sind, um sie in irgendeiner Kapazität mit Brücken zu erreichen und sich gleichzeitig auch außerhalb der Reichweite der Baubüros befinden, sodass die da gar nicht hinschippern, um da irgendwas zu bauen, sodass man halt auch keinen Hafen oder irgendwas errichten kann. Kann jetzt natürlich nichts dazu sagen, ob man da mit dieser Option schnell bauen, wo man dann einfach so ein bisschen Geld investiert, ob das eine Möglichkeit wäre, diese Inseln dann letztendlich doch zu erreichen oder eben nicht. Dazu habe ich nichts gelesen, aber ist prinzipiell dann schon so eine bisschen blöde Situation, wenn du so eine Insel hast und die einfach so überhaupt nicht benutzen kannst. Aber das Problem haben wir ja Gott sei Dank nicht. Wir haben ja mit schnell bauen da oben auf unserer zukünftigen Tourismusinsel schon mal Transportpier hingepackt, eine Anlegestelle. Und unser Baubüro war ja durchaus auch bereit, da hochzupaddeln, denn die haben ja für uns... Dankt Ihnen. Ihre Standhaftigkeit ist ein Stützpfeiler der Freiheit. Denn die haben ja für uns da oben den Transporthafen dann gebaut, ne? Ich dachte, ich hätte heute Morgen einen Kommunisten gesehen, Präsidente. Er sah zwar wie ein Zeitungsjunge aus, aber seine Zeitung hat mir nicht gefallen. Rote Schlagzeilen. Im Moment sind wir zwar frei, aber was ist mit dem jetzt? So, den diplomatischen Zustand der Westmächte auf Bündnis einstellen. Tada! Tropico hat sich für eine Seite des Kalten Krieges entschieden und sich mit den Westmächten verbündet. Sie haben die besten Raketen. Na, war jetzt nicht unbedingt der Grund, warum ich das gemacht habe, aber die haben es mir halt zuerst angeboten, ne? So, damit ist dann sämtliche Forschung für dieses Zeitalter auch schon mal aktiviert. Zwar noch nicht abgeschlossen, aber zumindest schon mal aktiviert und in die Warteschlange gesetzt. Wieso brennt hier? Wie wäre es, wenn ihr da mal die Hubschrauber hinschickt? So, da muss aber noch ein Feuer irgendwo sein. Da oben. Kosten diese Hubschrauber eigentlich dann nochmal extra? Wenn ich die jetzt in den Einsatz schicke, meine ich. Na gut, wenn ich jetzt mal so gucke, im Großen und Ganzen geht es mit unseren Finanzen ja doch wieder relativ schnell nach oben, ne? Guck mal, 377 von den 1800 Meeresfrüchten, die da in Manhattan haben wollen, haben wir auch schon. Wir brauchen uns auch nicht hetzen, ja? Wir brauchen uns nicht hetzen, die Freiheitsstatue wird schon hier sein, um den Tourismus zu unterstützen. Bevor unsere Tourismusinsel da oben fertig ist, da bin ich tatsächlich relativ zuversichtlich. Ja, wir sammeln ja jetzt eh erstmal wieder Geld, da müssen wir noch mal wieder Geld für Upgrades auszahlen. Lange nach Wahlen, Präsidente. Es hat den Anschein, als wollten Sie mitentscheiden, wie Sie regiert werden. Wie egoistisch. Die Bürger verlangen nach Wahlen, Präsidente.
Ich weiß, wir hatten schon einmal welche, aber sie scheinen weitere zu wollen. Wie gierig. Sollen wir ihnen geben, wonach sie verlangen, oder sie dazu bringen, dasselbe wie ihr zu wollen? Ich will immer, was ihr wollt, und ihr wollt immer, was ihr wollt. Sollten die dann nicht auch wollen, was ihr wollt? Tja, wollen wir dann gleich mal eine großartige Rede halten? Ich bin für eine großartige Rede. So, und wir... So. Der Ostblock ist scheiße. Und versprechen tue ich nichts. So, wann geht diese Rede jetzt los? Ich muss ganz ehrlich sagen, eigentlich habe ich nur ausgewählt, dass ich eine großartige Rede halten möchte, weil ich mir eine großartige Rede anhören will. Also die Hubschrauber sind schon ganz cool eigentlich. Wie sieht es denn mit unserem Netzwerk aus? Wir haben immer noch über 500 Megawatt plus. Das ist doch ganz gut. Es taucht immer mal wieder so ein bisschen Korruption auf. Über den Club natürlich, ne? Aber die kriegen wir ja tatsächlich auch relativ schnell wieder weg. Zwei freie Arbeitsplätze für Universität. Aha. Und ganz, ganz viele ungebildete Highschool-Leute. Ungebildete Highschool-Leute, genau. Ganz viele arbeitslose Highschool-Leute haben wir im Land. Das ist natürlich auch ein bisschen doof. Der Krieg mag kalt sein, aber das Wetter wird heiß, heiß, heiß! Bleibt dran für Kanal Unos Wetterbericht. Oyase Calor! So, machen wir hier inzwischen schon mal weiter. Reaktivpanzerung. Verbessert den Truppentyp zu Panzermark 2. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass ich auf absehbare Zeit Probleme mit dem Ostblock kriege. Die mögen mich nämlich irgendwie nicht mehr so. Okay, man kann tatsächlich nur ein Bündnis haben. Ich habe es mir fast gedacht, aber... So, was macht denn unsere Kommandogarnison jetzt mal? Ich meine, die Spione sind dabei, die Freiheitsstatue zu klauen. Wie ist denn... die allgemeine Zufriedenheit in der Karibik. Immer noch schlechter als unsere. Und zwar 8 Punkte schlechter. Also müssen wir da jetzt nicht unbedingt was investieren. Eine Guerilla-Patrouille brauchen wir auch nicht machen. Also machen wir eine Schatzjagd, oder? Ich habe gerade nichts anderes für die. Milchgummi, Uran, Kokosnüsse, Zucker. Ja, das. Den nehmen wir mal raus da. Und dann sollen sie mal gehen und sollen irgendjemanden retten. Ich finde das belastend, dass ich die letzten zwei Dinger hier nicht belegen kann. Aber hier kommt jetzt ordentlich Uran an. Ne? Hier brauchen wir uns eigentlich erstmal keine Sorgen mehr machen, dass da irgendwas zum Problem werden könnte. Meine Freunde, mein Volk,
Willkommen im goldenen Zeitalter des Wohlstands für jeden lebenden Einwohner Tropicos. Euer Vertrauen hat es möglich gemacht. Euer Vertrauen in mich, El Presidente. Euer Presidente lässt euren Glauben nicht außer Acht. Ihr braucht Orte, um zu beten, um eure Sünden zu beichten und ein kurzes Nickerchen zu machen. Gott ist überall. Vom Gebet unter freiem Himmel ist während der Orkansaison jedoch abzuraten. Lasst uns von Wachstum sprechen. Denn Tropico muss wachsen, wie hartnäckiges Unkraut. Und sogar Unkraut hat Freunde. Freunde des Planeten Erde. Ihre Liebe zur Natur ist von einer Art, die wir alle teilen können. Der Ostblock bringt nichts als Zwietracht und Konflikt in die Welt. Ich verurteile jene, die unverhohlen von globaler Unruhe profitieren. Ein freier Markt braucht eine unsichtbare Hand. Meine Versprechungen mache ich voller Demut. Ich bin Tropico. Eine Stimme für El Presidente ist eine Stimme für mich. Ich habe noch nie so eine großartige und bewegende Rede gehört, wie eben gerade von mir selbst. Ach, ist das schön. So, wo waren wir? Ich habe gesehen, dass diese Dinger erhältlich waren und musste sie sofort sehen, Präsidente. Was sagen Sie? Ich sage nicht, dass Sie mein einziger Kunde sind. Das wäre unprofessionell. Ich verrate Ihnen auch nicht die Namen meiner anderen Kunden. Das wäre höchst unprofessionell. Aber ich sage, dass meine anderen Kunden, falls es welche gibt, nicht unbedingt wissen wollen würden, dass ich mit ihnen arbeite. Und umgekehrt. Aha. Ja, okay. So, was haben wir hier noch? Zwei Wachtürme, die könnten wir modernisieren, aber nein, das mache ich nicht. Die habe ich ja extra hingestellt für die Tourismusbranche dann, ne? Okay, Staatsführung. Haben wir hier noch irgendwas, was upgradet werden kann? Staatsanleihen. Erweiterte Kreditwürdigkeit um $5,000. Der Effekt lässt sich durch mehrere Banken steigern. Okay. Nehme ich einfach mal an. Sicherheitskontrollen in der Einwanderungsbehörde. Erhöht die Unterhaltskosten um 10%. Es besteht eine Chance von 50%, die verborgene Rolle jedes Einwanderers aufzudecken, der in Tropico ankommt. Das nehmen wir mal mit. Wir müssen bei Gelegenheit, müssen wir aber tatsächlich, oder sollten wir vielleicht die die Staatsform, die Gewaltenteilung wieder ändern. So, aber ich glaube, wir sind mit dieser Upgrade-Geschichte jetzt tatsächlich durch. Jedes Gebäude einmal upgradet. Jetzt brauche ich natürlich wieder ein bisschen Geld. Sie sind das Gesetz, Präsidente. Daran würde nie jemand zweifeln. Wo wir davon sprechen... Muss jemand Ihre Anträge bezüglich der Verfassung unterstützen? Den Text kennen wir schon. Verfassung zum Thema Wahlrecht ändern. Ich kann ihn ja immer noch verwerfen dann, ne? Ich nehme ihn erstmal an. Wie ist denn unsere Verfassung zum Wahlrecht?
Oder was sind unsere Optionen? Eigentlich nichts, was da Sinn machen würde, ne? Globale Freiheit sinkt um 5. Globale Freiheit sinkt um 5. Freiheit haben wir auf 79 zurzeit. Sicherheit auf 61. Bisschen mehr Spaß könnten unsere Leute hier mal haben. Da sollte ich mich bei Gelegenheit vielleicht dann tatsächlich mal drum kümmern. Globale Sicherheit sinkt. Hm. Globale Freiheit, nicht globale Sicherheit.